So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Plants vs. Zombies oder auch Pflanzen gegen Zombies, je nachdem, ob man den englischen oder den deutschen Titel haben will. Ja, wir haben das letzte Mal die Minispiele ein bisschen ausprobiert und ich würde sagen, nachdem es dort jetzt erstmal nichts mehr zu holen gibt, machen wir im Abenteuer weiter heute. Also, auf zum erneuten Zombieschlachten. Mal schauen, mit was sie diesmal kommen. Ich weiß nicht, ob wir die schon hatten. Die Schnorchelzombies, die sind auf jeden Fall ziemlich gemein. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob die in der letzten Folge schon irgendwann mal vorgekommen sind. Aber mal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal wieder ein paar Standardpflanzen hier. Der ist nie verkehrt. Kartoffelmin kann man auch immer brauchen. Nehmen wir den noch mit. Bin mir jetzt nicht sicher, nehme ich Hagelzuckererbsen mit, brauche ich glaube ich gar nicht wirklich. Es sind keine Eimer-Zombies da. Schnapp ich mir auf jeden Fall noch die Walnuss. So, jetzt ist die Frage. Ich nehme die Kirschbombe mit. Oh. Na dann lassen wir sie mal kommen. Und wir haben zwei Wellen. Ich glaube, wir machen heute mal mit zwei Reihen. Einfach weil wir es können. Die ersten Zombies kann man lange genug aufhalten. So, jetzt sollte die Sonnenproduktion rasend schnell gehen. Bauen wir heute ausnahmsweise mal ein bisschen andersrum, die stärkeren Pflanzen weiter nach hinten und die schwächeren weiter nach vorne. Ein paar Pylon-Zombies im Wasser. Gefällt mir jetzt gerade nicht wirklich. So, da kommt die erste größere Welle.
Da kam auch schon der erste Schnorchelzombie gerade. Die bleiben so lange unangreifbar, bis sie einmal auftauchen. Das tun sie nur, wenn sie gerade fressen. Der Verteidigung kommen die jetzt erstmal nicht mehr wirklich durch. Da kommt der nächste Schnorchelzombie. Ich baue noch ein paar von denen dahin. Ich habe eh schon viel zu viel Sonnen wieder. Für die extra Portion gesunde Erbsen. Mit 12 Sonnenblumen kann man sowas schon mal machen. Das war jetzt nötig für den Pyton-Zombie. Und da sind wir auch schon fertig und da kriegen wir... Wie hieß das Viech nochmal? Bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ach ja, der Schlingtang. Die Wasserpflanze, die einen Zombie unter Wasser zieht. Und das ist auch der perfekte Konter gegen Schnorchelzombies, auch wenn es eine Einwegpflanze ist. Ich werde sie dennoch mal mitnehmen. Und mal schauen, wenn wir es eigentlich wieder so anstellen wie vorhin, kann es sein, dass ich überhaupt keine Erbsenkanone brauche. Dann kann ich mal ein bisschen was anderes dafür noch mitnehmen. Ich nehme hier mal die noch mit und die Kirschbomben. Wir haben ja gesehen, wir können die eigentlich lang genug aufhalten, bis wir eine starke Sonnenproduktion haben. Und dann mit den etwas größeren Pflanzen schon ein bisschen klotzen. Der rennt wie immer schön in die Kartoffelmine rein. Irgendwie mag ich die Musik hier so gern. Bauen wir hier schon mal die erste davon hin. Den halten wir nochmal so auf. So, jetzt sind schon mal alle Reihen abgedeckt.
unglaublich. Die Kartoffelmine rein, die zu lange, also zu lange standen, dass da sogar noch, dass sie sogar noch hochgehen können. Die habe ich jetzt eigentlich nur dahin gepflanzt, damit der nächste Zombie da reintatscht. Mit der Stabhochsprung-Zombie da drüber springt. Schauen wir mal, was jetzt noch alles kommt. Die Stabhochsprung-Zombies sind mittlerweile langsam genug. Da habt ihr jetzt mal den Schlingtang ein bisschen in Aktion gesehen. So, am Rand bringen die Dinger zwar nicht so viel wie in der Mitte, aber trotzdem, sie bringen noch was. Zombie in der Mitte, der sollte auch nicht allzu weit kommen. Da liegt wieder Geld rum. Ich spiele dieses Spiel das erste Mal, während ich mein Headset auf habe, und der Spielsound hört sich dadurch dann natürlich wieder um einiges besser an. Man hört vor allem den Bass mal wieder ein bisschen besser raus. Also wenn ihr Kopfhörer habt oder beziehungsweise gute Kopfhörer, kann ich nur empfehlen. Ich sehe jetzt gerade, das ist das erste Level mit drei Bällen, das wir haben. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Zwei Eimer-Zombies in der Mitte. Na gut, haben auch keine Chance mehr. Nicht bei dem Dauerbeschuss. So, letzte Welle.
glaube ja nicht, dass ich den Schnorchelzombie nicht sehen würde hier. So, nur noch ein Eimer-Zombie. Und was haben wir denn da? Einen Schlüssel. Einen Autoschlüssel, um genau zu sein.